Ja, moin und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play SnowRunner. Hiermit ist Season 12. Schön, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Das ist großartig. Und wir sind mit dem Kenworth. Jetzt muss ich einmal schauen. Ich muss sowieso hier Anhängerkupplung. Ich weiß nicht, ob man W990 sagt oder W990 würde man wohl eher sagen. 990. 990. W990. Ich glaube, was den Motor anbelangt, ist das eine richtig krasse Maschine. Was ich allerdings gerade sehe, ist, das fällt mir erst jetzt auf. Der hat keinen Allradantrieb. Der hat zwar Differentialsperre, dauerhaft drinne. Und ich hoffe, dass ich es... Also ich hoffe und ich denke sehr, dass ich es nicht vergessen habe, einfach so. Das könnte uns aber bei dem Schlammabschnitt echt noch ein Problem machen. Insbesondere, dass wir nur einen... nur Offroad-Reifen drinne haben, aber... Ey, die Maschine ist ja krass, ey, was die abzieht. Jetzt mal im Ernst. Das ist kein Spaß. Das ist wirklich krass. Guck mal hier. Oh, oh. Meine Güte, da ist das Druck hinter. Wirklich, da ist Druck dahinter. Es fährt sich gerade eher wie so ein Racing-Car. Okay, weiß ich noch nicht, wie ich das finden soll, weil er so ultra krass raussticht aus der, was die Performance an, was die Leistung anbelangt. Wirklich. Ganz crazy. Der Sound ist auch krass. So. Ich überlege jetzt gerade, ob wir es wirklich riskieren sollen oder ob wir den jetzt hier einfach stehen lassen. So, dass wir gleich mit dem Anhänger, der hier noch steht, dann die zwei Betonplatten holen können. Und wir haben ja noch den Derry Longhorn, den 4520. Ich hoffe, ich bin richtig. Ja, ich würde es schon ganz gerne eigentlich mal ausprobiert haben, ne? Ich würde es eigentlich ganz gerne mal ausprobiert haben. Nee, ich trau mich nicht. Nee. Wir sind da nicht so. Nee, wir sind da nicht so. Wir werden noch die Chance haben, den hier einmal durch den Matsch zu fahren. Nämlich dann, wenn wir die... Ist das die richtige Seite? Ja. Und zwar dann, wenn wir hier die Betonplatten... Die Betonplatten uns holen. Dann müssen wir die ja durch den einen... Ja. Ich hab gerade kurz überlegt, das Portal ist dann noch nicht fertig. Weil wir brauchen ja die Betonplatten für das Portal. Ich habe kurz überlegt, warte mal, wenn wir doch jetzt den Generator abbringen, dann haben wir doch den... Nee, ist ja nicht. Ist nicht. So. Also. Spontane Planänderung. Das machen wir definitiv. So, 4520, yeah, ich konnte es mir noch gut merken. Ist nämlich schon wieder ein paar Tage her. Und ich habe ja in der letzten vorletzten Folge, habe ich ja so fürchterlich geprahlt, dass ich mir das gemerkt habe. Bei dem anderen bin ich mir gerade nicht mehr sicher. 3194, glaube ich, war es gewesen, ne? 3194 und der hier 4520. In der Folge hatten wir über
über Lernen und Merken gesprochen. Weil das ist das, was ich mir gemerkt habe. Es ist so lustig. Also wie mein Hirn funktioniert, das will kein Forscher haben. Oder vielleicht gerade deswegen. Aber nicht um zu bestaunen im Positiven, sondern eher, das funktioniert. Das klappt. Tja. Ey, nur noch wenige Tage, Leute. Dann steht Expedition vor der Tür. Ich freue mich schon mega drauf. Ach ja, genau. Ich wollte ein kleines bisschen über den Rechner sprechen. Also, ich habe die letzten Tage mich so ein kleines bisschen angefangen schlau zu machen. Was möchte ich eigentlich? Wo soll die Reise hingehen? Denn als ich gesagt habe, ich brauche eure Unterstützung, hatte ich noch keine konkrete Vision. Nur, dass ich eure Unterstützung brauche, das ist, oder dass die sehr, sehr hilfreich ist, das ist absolut klar. Weil für 200 Euro wird es halt nun mal keinen Rechner geben. Das ist nämlich leider auch sicher. So, und ich falle jetzt einfach mit der Zahl mal in die Tür, 2000 Euro. Jetzt sprechen wir darüber, aber es ist einfacher, jetzt sprechen wir darüber, den Rest der Folge, wieso und weshalb. Also, für mich gibt es ein paar Prämissen. Also, ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich SnowRunner quasi auf maximalen Einstellungen spielen kann. Und, oder nee, es war nicht maximal. Es war hoch, nicht ultra hoch, glaube ich. Und dann läuft das so, Entschuldigung, läuft das so flüssig. Aber das Hauptproblem sind halt die Stabilität. Es ist grundlegend erstmal betrachtet die Stabilität. Die muss signifikant. Also alles andere ist eigentlich indiskutabel, wenn es nicht stabil läuft. Es gibt noch so ein paar Kleinigkeiten. Entschuldigung, meine Güte. Ich arbeite auf einer, also mein Betriebssystem ist auf einer M2 und wenn ich Videos schneide, ist mein ganzes Material auf einer SSD. Moment, wartet mal kurz. So, Entschuldigung, ich musste da mal richtig böse husten. mal gucken, ob es jetzt geht. Und das ganze Videomaterial ist auf einer SSD. So eine 2,5 Zoll SSD. Und das sind beides nur 500 GB und das reicht nicht aus. Für einzelne Projekte, was die Videos anbelangt, ja, da reicht es natürlich aus. Also wenn ich jetzt mal kurz gucke, wie viel Gigabyte hatte das Projekt für den SnowRunner Final Cup 2024. Ich hoffe, ich denke dran, oben rechts blende ich es euch ein. Falls ihr das noch nicht kennt und euch mal angucken wollt. Das hatten so 35, 36 Gigabyte. Ne? Und man braucht immer noch so ein kleines bisschen Auslagerungsdaten. Und dann kommst du vielleicht auf 40 Gigabyte oder sowas. Aber ich nehme ja auch oft mehrere Sachen währenddessen noch auf. Also in der Zeit habe ich wieder 10 Folgen aufgenommen und dann das und dann jenes und dann dann muss ich die Daten wieder sichern und eigentlich sichern tue ich nur, wenn ich es auch schon hochgeladen habe. Das hatte also zur Folge, dass ich teilweise dann gesagt habe, gut, okay, dann nehme ich jetzt nicht weiter auf, sondern schneide, rendere es raus und nehme dann hier eine Folge archiviere das Ganze, damit ich wieder Platz habe zum Aufnehmen. Weil es ist mir auch schon ein oder zweimal passiert, dass ich das vergessen habe, dass ich keinen Platz mehr hatte. Und OBS ist dann so eine... ich versuche ein unhöfliches Wort zu sagen, ohne es zu sagen, aber mir gelingt es nicht. Ist halt einfach eine kleine Zicke und nimmt dann einfach weiter auf, ohne mich darüber zu informieren.
dass gerade der Speicher voll läuft. Ja, ne? Ist großartig. Kriegst du dann am Ende erst mit? War mir, ich glaube, damals ein, zwei Mal passiert. Nein, no, oh. Uiuiuiuiuiui. Das war aber... Das war aber knappo. Ich wollte nicht, dass der jetzt hier umkippt. Das gibt nochmal ein Upgrade. Da kommen jetzt anstelle von 500 GB jeweils ein Terabyte rein. Und es werden beides zwei M2-Festplatten. Oder SSD-Platten. Und klar, wenn ich jetzt schon mal Geld investiere, dann muss man natürlich auch eine neue Grafikkarte holen. Aber ich werde mir keine 4090 holen. Was soll ich damit? Ja, also ich betrachte das hier schon. Ich möchte all das gut aufnehmen können, was ich mit euch anzeigen, was ich mit euch spielen möchte. Und da muss einfach nur ein bisschen Puffer sein. Und deswegen wird das da vermutlicherweise, ich hätte gerne wieder Nvidia, dann wird das vermutlicherweise irgendwas um die 4060 rum, 4060, 4060 Ti, eine 4070 oder sowas. Die sind immer noch schweineteuer, ne? Kosten immer noch 400 bis 600 Euro. Eine 470 kostet wieder so 600 Euro, 650 Euro, glaube ich. Also richtig soliden Stein, den du da hinlegen musst. Sorry, da muss ich wieder mal husten, ey. Meine Güte. Bin halt einfach noch nicht fresh. Und ja, ne, das geht dann, das ist quasi so die Basis und dann möchte ich gerne, und dann kommt, genau, und dann kommen die Anforderungen, was ich für Videoschnitt brauche alles. Und ich möchte astrein, einwandfrei Videoschnitt, und ich schneide alles in 2,5K, weil das mein Monitor auch als Auflösung hergibt. Und so, warte mal, jetzt nehmen wir mal kurz den anderen Derry hier. Fahren das Teil mal weg. Den 3194. Der kommt, der Generator kommt jetzt hier in das Betonwerk. Da müssen wir aber gleich gucken, inwiefern wir das mit irgendwas anderem eventuell kombinieren können. Da hinten ist ja noch eine Pritsche. Nicht eine Pritsche, ein Sattelauflieger. So. Also, jetzt bin ich gespannt. Das muss jetzt funktionieren. Come on. Funktioniere. Yeah. Und da ist die Brücke unten. Sehr gut. Sehr gut. Den Sprit, der da drin war, den mussten wir jetzt nicht leer machen, weil hier ist ja gleich eine Tankstelle. Was soll der Spaß? Das Einzige ist, man hätte den gleich ein bisschen besser hinstellen können. Jetzt steht er so ein bisschen bescheiden. Ein bisschen bescheiden steht er. Dann muss ich... Okay, wir können einmal tanken. Und das Nächste, was ich brauche, ich möchte halt in dem Sinne ordentlich schneiden können. Und wenn ich jetzt schon mal ansetze, dann sagen wir auch gleich, dass ich akzeptabel 4K schneiden kann. Und dann gucke ich einfach in die Spezifikation. Ich benutze ja Adobe Premiere. Und die sagen alles, ich möchte eigentlich unbedingt einen AMD wieder haben. Und die sagen einen Ryzen 7 mit 8 Kernen. Oder 7000. Ryzen 7, so. Mit 8 Kernen ist das Richtige an dem Punkt. Und das, die sind, der ist auch relativ bezahlbar. Ich finde es mittlerweile lustig, dass die CPUs, wenn ich jetzt mal so vergleiche mit der Zeit long, long a time ago, da war es eher so gewesen, dass echt das teuerste die CPU war und dann die Grafikkarte gar nicht mal mehr das, das allerteuerste.
Nee. So, dann müssen wir einmal kurz schauen. Wir haben nämlich hier private Bestellung. Lass einmal ganz kurz gucken. Private Bestellung, weil das war nämlich mit den... Fähre nach Osten, Fähre nach Westen. Dorthin. Lieferung zum Hafen. Und wo man die Frachtcontainer herbekommt, das sehe ich jetzt gerade nicht. Okay, aber... Ah nee, jetzt muss ich entdecken hier. Ah komm, das machen wir doch gerade. Dann hätte ich es nur annehmen müssen, ne? Kann ich aber nicht, weil Fähre nach Westen noch nicht drin ist. Okay. Gut. Mehr oder weniger. Wir brauchen den Anhänger mit dem Generator hinten drauf. Können wir noch irgendwas anderes machen? Nee, ich glaube nicht. Also, dann nehmen wir doch Truckwechsel, nehmen wir den 3194er Derry. Und mit dem quälen wir uns jetzt da nochmal mit dem Generator wieder zurück. Einmal vorher tanken und dann können wir den beim Betonwerk abstellen. Und dann können wir hier die benötigten Betonplatten machen. Quatsch. Genau, also, einen Ryzen 7. Und dann welchen da jetzt genau, ob es da dieser 7700, 7700X, dann gibt es glaube ich noch ein 78er X oder sowas oder X3D, keine Ahnung, also das ist jetzt alles noch Work in Progress und ab jetzt werde ich das auch mit euch sharen, insbesondere mit den ganzen Spendern und mit den Kanalmitgliedern werde ich das, das teilen und ihr seid natürlich, falls es euch interessiert, recht herzlich eingeladen, da informiert zu werden über diese Sachen und dann könnt ihr gerne eine Kleinigkeit spenden oder eine Kanalmitgliedschaft abschließen und dann habt ihr das, werdet ihr da informiert über den Stand der Dinge. Und ja, klar, man braucht natürlich noch ein passendes Motherboard. Ich dachte da jetzt, weil ich schon immer eigentlich ein Freund von MSI war, dass es wieder eine MSI-Serie gibt. Das gilt also auch für die Grafikkarte. Ich habe das ganz gerne immer vom ein und demselben Hersteller. Also Motherboard und Grafikkarte. Immer möglichst viel von ein und demselben Hersteller. Ich liebe Western Digital. Ich mag MSI. Be Quiet muss sein, dass es allein schon, weil es ein deutsches Unternehmen ist. Übrigens, bei denen hatte ich mich mal beworben als Grafikdesigner. Die haben allerdings was im Bereich Printmedien gesucht und ich bin ja Non-Print, gelernter Mediengestalter für Non-Print. Dadurch ist das nicht in Frage gekommen und sie haben gesagt, ja, das klingt schon sehr toll, deine Bewerbung, aber wir haben genug. Wir suchen gerade nichts. Und aus dem Grund... Na? Okay. Also erst einmal... Hilft das ein bisschen was? Also, mittelmäßig. Genau. Also sprich, Gehäuse grundlegend, ich möchte kein Firlefanz, ich brauche also nichts RGB-mäßiges, oder im Gegenteil, ich will nichts RGB-mäßiges. Das ist absolut tabu. Also wenn es irgendetwas gibt, wo keine RGB-LEDs drin sind, dann nehme ich lieber das. Natürlich vorausgesetzt, es hat dann die gleiche Leistung, also das ist dann schon noch das Ding. Ich hatte noch nie eine Vakü, also eine Wasserkühlung.
Das könnte auch noch eine Option sein. Aber auch das alles nur von Be Quiet. Da muss ich mich aber nochmal informieren, ob das Richtige ist. Ich weiß auch noch nicht, wo ich das kaufe. Ob ich ein fertiges, so ein PC-Konfigurator benutze. Oder ob ich mir das irgendwie selber zusammenkaufe und dann selber zusammenbaue. Wobei ich eigentlich überhaupt keinen Bock auf das selber zusammenbauen habe. Weil ich... Und wenn dann irgendein Fehler ist, ich will ja eigentlich mich umdrehen und sagen, hier habt ihr den wieder, mach heile. Ja. Dann... Was gibt's noch? Netzteil, auch von Be Quiet. Beim Gehäuse würde ich sogar sehr gerne genau das gleiche Gehäuse nehmen, was ich jetzt schon habe. Aber da ist halt die Überlegung, wenn ich einen fertigen Rechner konfiguriere, werde ich nicht das Gehäuse benutzen können, was ich bereits jetzt habe. Weil die konfigurieren, bauen das ja alles komplett zusammen. Oder sollen es ja zusammenbauen. Und dann muss ich halt zweimal den Rechner kaufen, zweimal das Gehäuse kaufen. Was heißt zweimal kaufen? Ich habe ein und dasselbe Gehäuse dann zweimal, so rum. Aber gut, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich mit dem alten Rechner mache. Ob ich den als Backup rumstehen lasse, ob ich den verticke, um da nochmal irgendwie Einnahmen zu generieren oder so, damit der Rechner sich da auch nochmal bezahlt. Ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. Und wenn, dann kann ich das ja im Vorfeld nicht kalkulieren, weil ich muss den Rechner ja kaufen, ich muss ihn komplett bezahlen, ich muss ihn fertig machen, ich muss ihn einrichten. Und wenn das alles funktioniert nach, keine Ahnung, 3-4 Wochen oder sowas, wenn dann nichts Schlimmes ist, nichts passiert, dann kann ich hergehen und sagen, alles klar, jetzt kann ich ihn auseinandernehmen und verkaufen. Aber das kann ich halt vorher nicht kalkulieren, bis dahin muss stehen, wie genau das finanziell aussieht. Genau, also so grob ist die Richtung. Ich glaube, ich habe jetzt alles erwähnt. Im Grunde ist es mittlerweile... Achso, den Arbeitsspeicher noch. Und Arbeitsspeicher, dort gönne ich mir das, was ich schon immer haben wollte. Weil es gut ist. Und Adobe-Produkte es brauchen, 64 GB RAM. Ich brauche keinen hochgetakteten, hochgezüchteten RAM, ich brauche einfach nur RAM. Jede Menge RAM. Das ist 4K-Material in Zwischenspeicher ablegen, ist halt Gold wert. Auch mittlerweile mit den M2-Platten bleibt es dabei. Ja. Und die Grafikkarte zum Beispiel wird auch nur irgendwie sowas um die, ich weiß jetzt nicht, 6 GB, 8 GB, 10 GB, sowas. Also ich brauche da keine 16 GB. Das ist unnötig. Ja. Also so sieht das aus. Ich werde das alles aufarbeiten. Ich werde das mit den ganzen Spendern mit euch teilen, weil ich diese Transparenz gut finde. Und nach außen hin den Overall-Status teilen. Ne, also wie sieht die Finanzierung aus und so weiter und so fort. Aber jetzt ist auch mal gut mit dem Thema. Ich habe es schon das letzte Mal gesagt, da wollte ich nämlich nicht drüber sprechen, weil ich einfach keine Lust hatte. Aber jetzt kann ich das ja auch nicht ewig rausziehen. So, wo ist der Generatorplatz? Ich glaube, da links, links ist der Generatorplatz. Und dann nehmen wir den mit. Jo, hat ganz gut geklappt. Und wir schalten ihn direkt ein, Generator einschalten. Wir können das Fahrzeug, den Derry, den 3194er, können wir einfach mal hier stehen lassen. Und dann nehmen wir den Kenworth W990. Ich glaube, so würden sie den aussprechen. W990.
Und wir brauchen Betonplatten. Also, herstellen. Zement, Betonplatten, Zement. Es gibt nur Betonplatten. Jemand hat auch gesagt, man könnte natürlich die ganzen Sachen im Vorfeld hier schon erstellen. Und dann den Generator wieder mitnehmen. Sowas ist natürlich theoretisch auch eine gar nicht mal so verkehrte Geschichte. Dafür müsste man halt wissen, wie viel man wovon braucht. Ich bleibe jetzt mal dabei und wir machen das mal nur so. Aber ich finde die Idee nicht schlecht. Also nur weil ich es nicht mache, heißt es nicht, dass ich es nicht gut fände. Nein, nein, nein. Hier wieder meine Konzentrationsschweigeminuten. Das sind halt die Gedenkminuten. Nur hat das mit Gedenken nichts zu tun, sondern mit Denken. Kommen wir rum? Nein, wir kommen nicht rum. Warum sollten wir auch? Ne? Das macht ja auch gar keinen Sinn, wenn man hier rumkommt. Ja, man merkt, dass hinten Hinterradantrieb ohne Allradantrieb er vorne ein bisschen schiebt. Komm, wir können hier besser, ich glaube, wir können besser hier so durchfahren. Aber meine Freunde, das war's von dieser Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Und wenn ihr lustig seid, könnt ihr mir gerne ein Like und Subscribe da lassen. Wenn ihr Bock habt, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Dann werden wir, ich bin mir noch nicht sicher, ob wir jetzt die Platten gleich dorthin bringen oder ob wir erst nochmal eine Runde scouten auf dem noch nicht gescouteten Gebiet. Ich glaube, das werden wir machen. Auf der kleinen Insel hier mitten auf dem Lake ist ja noch unser Scout und den holen wir uns. Ich glaube, das machen wir. Dann haben wir ein bisschen was wieder Abwechslung. Ich sage aber vielen, vielen Dank. Macht's gut, meine Lieben. Bis dahin. Ciao, ciao.